Leute, neben mir steht wohl das gehypteste E-Mountainbike 2024. Und zwar das Armflow mit dem DJI Avinox Motor. Ob der Hype gerechtfertigt ist oder ob es tatsächlich eigentlich nicht mehr ist als so ein China-Bike, das werden wir herausfinden in diesem Video. Viel Spaß dabei! Das war natürlich jetzt ein bisschen provokant mit dem China-Ding, aber es ist nun mal ein Mountainbike aus China tatsächlich. Die Dinger kommen aus China geliefert und wie der ein oder andere weiß, kriegen wir auch als YouTuber ganz oft so China-Bike-Anfragen. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Kategorie. Das Rad ist hochpreisig, aber ob der Preis gerechtfertigt ist, das möchte ich gerne ein bisschen herausfinden. Ich bin tatsächlich gar nicht so hyped gewesen auf das Rad, aber bin natürlich happy, dass ich das Ganze mal testen darf. Vielen Dank da an MTB Sound Spray, an Mülheim an der Ruhr. Die haben das Ding da und falls ihr am Ende dieses Videos das gerne mal Probe sitzen wollt oder auch eins kaufen wollt, dann könnt ihr das da natürlich tun. Aber erstmal ein paar Hard Facts ganz kurz zu dem Fahrrad, bevor wir dann auf die erste Fahrt gehen. Also, ihr wisst ja Bescheid, ich gebe da eigentlich nicht viel auf den ganzen Technikkram. Allerdings hat das Mountainbike hier einfach ja volle Hütte. Ich glaube, eine viel bessere Ausstattung bin ich, glaube ich, noch nie gefahren. Die neue Transmission ist da dran. Magura MT7 Bremsen sind dran. Dann haben wir ein Fox Factory Fahrwerk. Wir haben eine Kashima Sattelstütze. Wir haben, wie ich es zumindest sehe, auch einen Carbon-Lenker. Das Rad scheint Vollcarbon zu sein, wenn ich das richtig sehe. Ja, es sieht so aus, als wäre es tatsächlich Vollcarbon. Es ist unglaublich leicht. Ich würde sagen, das ist so vom Gewicht ein bisschen schwerer als mein Levo SL. Allerdings hat es einen 600 Wattstunden Akku und ja mit diesem neuen Motor wirklich ordentlich Power. Und das ist das, was so grandios ist oder was so gehypt wird, ist für mich nicht, dass DJI einen E-Bike-Motor baut. Es ist auch nicht das Armflow als Bike-Marke allgemein, weil sind wir mal ehrlich, ausgefallene Geometrie finden wir hier nicht vor. Für mich ist das mehr so ein Ding zwischen Orbea Rise und Levo SL. Wenn ihr da mal die Rahmen euch anschaut, das sieht schon irgendwie so ein bisschen in diese Richtung aus. Aber was ja wirklich ein Game Changer ist, ist die Unterstützung mit so wenig Gewicht. Also viel Power im Motor und gleichzeitig einfach ein Gewicht, was mehr einem Enduro ähnelt, statt einem E-Bike. Und das ist ja das, was meiner Meinung nach hier so der Game Changer ist und die Revolution, wenn man das so nennen darf. Optisch alleine finde ich, das ist es schon eine 10 von 10. Also es sieht schon ziemlich stark aus mit diesem Gold-Schwarz-Kombi. Ich stehe eh auf Schwarz. Die Hälfte meiner Klamotten oder sagen wir eher 80% meiner Klamotten sind schwarz. Und ich feiere die Optik auf jeden Fall. Was ich mir erwarte von dem Bike ist, dass es mich ziemlich leicht bergauf bringt, meine Feierabendrunde damit easy peasy ist und dass es sich anfühlt eigentlich bergab mehr wie ein verspieltes All-Mountain-Mini-Enduro, so in die Richtung. Wir haben 160 mm Federweg an der Front, 150 hinten. Das ist das, was ich zum Beispiel auf meinem Levo SL auch so fahre oder auf dem Radon Render, was ich dieses Jahr viel gefahren bin. Wobei da der Dämpfer 10 mm weniger Federweg hat. Was es jetzt hiermit so auf sich hat, das werden wir heute sehen. Wie gesagt, ich bin auf diesem Hype-Train, da bin ich irgendwie nicht aufgesprungen dieses Jahr. Und ich war auch gar nicht so hyped, deswegen fahre ich das Bike vielleicht auch jetzt erst Probe. Aber umso spannender, weil ich habe ja schon das ein oder andere Review gesehen und alle sind begeistert. Und da bin ich einfach gespannt, ob mich das auch so begeistert. Es gibt auch so ein paar Punkte, die ich noch mitbekommen habe, die in den Videos irgendwie noch nicht so richtig besprochen worden sind und die ich finde ich ein ziemlich cooles Feature sind und so Kleinigkeiten, die das System von DJI doch ziemlich durchdacht machen, was mich nicht überrascht, da DJI einfach ja, sehr auf die Stimmen der Kunden hört und diese Dinge meistens auch ziemlich schnell, ziemlich gut umsetzt. Aber genug gequatscht, Leute. Ich habe jetzt hier noch eben Schutzblech dran gemacht und neue Pedalen, weil, sorry, aber die Testbike-Pedalen hier, damit konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Let's go, Leute. Ich bin hyped. Ich habe es voll geladen.
Gucken wir mal, wie schnell wir den Akku leer boosten können, ne? So Leute, ich bin fast ready. Wir machen, falls wir Cockpit was ändern müssen, nehmen wir Multitool mit auf die erste Fahrt. Natürlich eine Dämpferpumpe, weil ich mache dann Fahrwerkeinstellungen jetzt so on the ride, ne? Weil ich habe auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit heute. Aber ist kein Problem, denn ich habe das Rad jetzt eine Woche. Und ich werde damit noch die ein oder andere weitere Tour machen und euch dann so ein kleines Langzeit-Feedback auch geben können. Zumindest so ein Feedback, dass es nicht nur eine Fahrt ist, sondern einfach ja, ein bisschen länger auf verschiedenen Trails und so weiter. Und da können wir auf jeden Fall gerne noch ein zweites Video machen. Und wenn euch dann irgendwelche speziellen Fragen interessieren, haut die einfach jetzt schon mal in die Kommentare. Ich bin jetzt ready, trinke noch schnell einen Schluck und dann geht's ab auf die Trails. So Leute, wir drücken jetzt hier auf das Knöpfchen. Avinox. Ist hier nicht drunter. Ah, ein USB-C-Anschluss. Display ist schon geil, ne? Das ist halt hier Touchscreen jetzt. Gefahrene Strecke, Dauer, Neigung, Höhe, km/h. Der Touchscreen ist schon richtig sexy. Und wenn ich jetzt hier auf die Pfeile drücke, Auto, Eco, Trail, kommen wir mal im Trail erstmal entspannt los. Also Leute, ich fahre gerade im Trail-Modus. Ein Trail ist schon eigentlich, um auf dem Trail zu fahren, glaube ich, in den meisten Fällen schon zu viel Power. Aber schauen wir mal. Transmission-Schaltung fahre ich das erste Mal. Sehr geil. Also wie geil die schaltet. Puh. Brutal. Jetzt gehen wir auf den Uphill. Also ich bin jetzt ehrlich, mehr als Trail bräuchte ich niemals. Motor hört man. Aber nicht unangenehm laut. Jetzt im Trail-Modus. Können wir mal gucken, was Turbo sagt. Ja, wird ein bisschen lauter. Bin auch gespannt auf den Akkuverbrauch. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Dämpfer kommt mir gerade ein bisschen weich vor. Den werde ich gleich vielleicht ein bisschen umstellen. Aber ja, ich bin vor allem, ich habe eine Sache, habe ich gesagt bekommen vom André. Das muss ich euch unbedingt zeigen. Das finde ich richtig geil, also richtig gut durchdacht. Kannte ich bisher nicht. Jetzt machen wir hier den Turbo für 30 Sekunden. Okay. Also dieser 30 Sekunden Boost-Ding, bin ich euch ganz ehrlich, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Also, wir werden auch gleich ein steileres Stück mal hochfahren. Okay, jetzt zählt dann runter. Das frisst natürlich Akku, der hat jetzt schon 2% gefressen. Aber ich würde jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Unterstützung der in Trail hat, aber in 90% aller Fälle würde mir Trail ausreichen. Im Turbo zieht der krass leer, da kannst du hier gucken, wie der drunter purzelt. 97% schon, bin auf dem ersten Uphill. Aber ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt hier auf so einen kleinen Mini-Trail und dann auf einen weiteren unten. Und dann sehen wir uns gleich. Ja, in Eco hat es zu wenig, ne? Aber kann man mit Sicherheit in der App umstellen. Auf jeden Fall ist der Reach ordentlich kurz. Ja, wir haben ja ein flottes E-Bike. Gehen wir mal direkt hier runter. Ich werde leider hier abbrechen eben.
wegen dem Fußgänger mit Hundi. Das geht krass leicht in die Luft. Mir kommt es doch ein bisschen frontlastig vor. Leute, ich habe natürlich alles dabei hier, unter anderem auch dann DJI Action. Oh, was haben wir hier? Tut mir leid für den Matsch oben drauf. Ich habe auch noch eine DJI Action 5 Pro mit und die können wir natürlich gleich auch mal testen, denn da gibt es dann eine Funktion, dass man das Bike mit der Kamera verbinden kann. Das habe ich selber noch nicht ausprobiert zu Hause und bin ich sehr gespannt, wie einfach und unkompliziert das hoffentlich funktioniert. So, ich werde jetzt hier ein bisschen Denke PSI aus der Gabel rauslassen, damit das Ganze hier ein bisschen fluffiger wird. Dämpfer ist eigentlich okay, aber hier ist echt, ich bin mal gespannt, was da jetzt drin ist. Ja, yo, 110 PSI. So, sollte besser sein. Cut. Zur Kurve fahren. Ah ja, viel besser. Ja, viel besser. Aha. Ja, viel besser. Schön. Sehen wir gleich das Ding hier, den oberen Trail. Aha. Daher kam mir das frontlastige. Oh, was quietscht die Magura-Bremse, ey. Aber das frontlastige kam für mich tatsächlich jetzt davon, dass die Gabel einfach vorne viel zu hart war. Haben wir hier ein Eco wieder. Jetzt mal gucken, wie gut das hier überhaupt fahrbar ist. Weil die letzten zwei Tage hier hat es ordentlich krass gestürmt. So, hier rein. Die Trail, die ist crazy. Ah, wo geht's lang? Hier lang. Man sieht noch ein bisschen vom Trail. Jetzt wird es gleich interessant, weil wir fahren jetzt auch ein paar Würzelchen. Und achso, ich bin im Eco. Da gehört natürlich auch dazu die Geräuschkulisse vom Bike. Ist das laut, ist das leise. Bergauf wissen wir jetzt, wir hören da nicht sehr viel. Gute Sache für die meisten. Mir ein bisschen egal. Aber bergab, hier, ihr seht die Wurzeln nicht, aber sie sind da. Ich weiß nicht, was es ist, aber leichtes Klappern. Hört man schon. Aber hält sich in Grenzen. So, und das fahren wir jetzt wieder hoch. Abhellmaschinentest. Wobei ich glaube tatsächlich, dass das teilweise die Stufen schon einen Ticken groß sind. Aber schauen wir mal, ne? Ich finde gerade bei dem Bike jetzt mit so viel Power will man natürlich auch mal so einen einigermaßen technischen Uphill fahren. Aber das wird jetzt schon kritisch hier. Oh. Über die Wurzeln. Fahren jetzt im normalen Turbo. Das ist jetzt schon ein bisschen hier technischer, wurzelig. Vorderrad steigt jetzt nicht gerade krass. Was man merkt, der Hinterreifen, ne? Der vorne ein Assegai, hinten der Dissektor.
Dann bei so einem Premium-Bike hätte ich mir doch einen anderen Hinterreifen gewünscht, würde ich sagen. Guck mal hier. Ja gut, das ist halt wirklich, also hier geht es jetzt schon ein paar Stüfchen hoch. Und selbst wenn man fast steht, wieder reintritt, ist das kein Stress. Also das ist krass. Also klar, beim Bosch komme ich hier auch hoch, aber doch mit ein bisschen mehr Anstrengung, schon sagen. Crazy. Was halt ein bisschen schade ist, klar, es sind, die Bedingungen sind auch gerade nicht so optimal, aber der Reifen bringt halt echt nicht die Power auf den Boden, ne? Also der rutscht halt die ganze Zeit. So, da vorne ist jetzt ein super steiles Stück. Ich komme wahrscheinlich auf Kamera wieder kaum rüber. Dann werden wir uns nochmal hier den ultimativen Boost geben. Gucken wir mal. Ah, okay. Okay. Das ist ja schon fast tricky jetzt. Okay. Aber auch hier, wenn ich jetzt langsamer trete, gibt er das Gediegene ab, das ist gut. Aber auch hier andere Reifen. Da würde ich definitiv mal einen Reifen drauf machen. Muss hier besser sein. Man sieht echt hier nichts mehr, ne? Den gleichen Trail fahren, den konnte man den ganzen Sommer nicht fahren. Aber hier sind ja auch Wurzeln. Das vergisst man echt immer, wenn man das Laub hier hat. Aber nicht unangenehm hart oder so, ne? Lässt sich gut fahren. Lädt halt echt dazu ein, so sehr verspielt zu fahren, ne? Weil es halt so leicht ist. Hui. Also aktuell sehe ich das Bike tatsächlich auf, ja, flowigen Trails eher. Also wirklich sowas Singletrail-mäßig, eigentlich sowas, was ich jetzt gerade hier fahre. Bisschen ruppiger, klar, geht auf jeden Fall, gar kein Ding. Allerdings glaube ich, dass wenn es so richtig ruppig, also wenn es richtig scheppert, dann würde ich mir, glaube ich, ein Bike wünschen, was ein Ticken laufruhiger ist und ein bisschen mehr Reserve. Aber das Bike ist geil, also erster Eindruck ist auf jeden Fall top. Wir fahren jetzt an eine kleine Stelle, wo es so ein bisschen steiler ist, und da möchte ich euch was zeigen. Eine Nummer hart. So, jetzt was da. Oh, was ist das? Eine Wurzel. So, schaut mal. So, ihr werdet wahrscheinlich gerade hier nicht sehen können, dass es hier sehr, sehr steil hinter mir ist. Und jetzt haben wir das Problem. Stellt euch vor, wir wollen jetzt hier schieben, ne? Ich packe euch mal ganz kurz in meinen Mund. Nehmen wir an, ihr wollt hier schieben. Schiebehilfe. Gedrückt halten. Schiebemodus. Schiebemodus, der ist aktiviert. Und ihr seht, ich lasse mal los. Also, ich drücke gerade zurück und das Rad bzw. der Motor bremst automatisch dann. Und jetzt, wenn ich dann hier drücke, dann schiebt er. Ne? Und auch super entspannt. Das ist jetzt schon ein Stückchen steil, das sieht man wahrscheinlich hier nicht. Und wenn ich loslasse, hat er 1-2 Sekunden und ich halte keine Bremse. Ne? Also wirklich nicht. Wir können noch ein Stückchen steiler gehen. Einen Moment. Schon wieder am Ackern hier, der Dissektor. So. Zack. Ich halte keine Bremse.
und das Rad steht wirklich ordentlich am Hang. Also das, gerade für so Leute, die jetzt nicht so super stark sind, ne? Wie jetzt zum Beispiel Frauen, nicht, no disrespect, ne? Aber die Michi zum Beispiel, wenn die die Schiebehilfe anmacht an einem steilen Stück, dann hat die natürlich schon den Struggle, dass das Ding nach unten rutscht halt irgendwann oder sie noch eine Bremse ziehen muss und gleichzeitig hier drücken muss, pipapo. Bin schon am Rutschen hier. Und das ist einfach geil. Also das ist jetzt sogar ein leichtes E-Bike. Das heißt, mit einem schwereren ist das ja eine Nummer krasser. Coole Sache von dem Motor. Also klar, die meisten Props hier, würde ich mal behaupten, gehen eher einfach an DJI und den Motor, statt an die Ingenieurskünste von M-Flow, weil klar, das Rad neu erfinden ist schwierig, aber so ein Motorsystem ist schon stark. Ich würde sagen, wir suchen uns mal ein ruhiges Plätzchen unten und dann gucken wir mal, wie das funktioniert mit der Osmo. So, schauen wir mal. Zubehör, drahtloser Controller. Okay, Osmo Action Kamera. Das geht sehr einfach tatsächlich jetzt. Kopplung. Akzeptieren. Boah, das ist geil. Es war so einfach zu verbinden. Es ist jetzt einfach die Verbindung zum Fahrrad hergestellt. Und dann sieht man hier den Ladestand von der Osmo. Und man kann sogar die Schnellsteuerung machen. Und man ist jetzt hier drin halt. Foto. Okay. Foto. Das heißt, wir können jetzt von uns ein Foto schießen und die Kamera da hinten hinstellen. Das machen wir doch mal, oder? So, wir haben jetzt kurz hier die Kamera umgestellt. Stellen wir das hier hin. Irgendwie ist die Belichtungszeit dabei echt ein bisschen komisch eingestellt. Sollte nicht auf manuell stehen. So, stellen wir die hier hin. Sieht man, es ist ein bisschen im Frame hier. Und dann gehen wir hier rüber. Machen wir ein schönes Foto. Krass. Foto aufgenommen. Gucken wir mal, was wir hier noch für Fotos schießen können. So, genug rumgespielt, würde ich sagen. Ich schneide mir jetzt mal die Osmo Action um. Dann seht ihr mal auch direkt einen Vergleich. Oh, richtigen DJI-Test-Video heute hier. Einmal. Zack, Kamera kann ich ja einfach anlassen. Die steuern wir ja gleich. Foto, Video. Nur noch über das Fahrrad. Na, das ist ja der Game Changer. So, natürlich noch den guten Jungen hier mit dabei. Mikro, noch nie benutzt. Verbunden. Ich hoffe, das klappert hier nicht so stark. Ich werde es mal hier unten hin machen. Ich glaube, das klappert dann ein bisschen weniger. Ab wieder aufs Fahrrad. Leute, jetzt sind wir auf der Action 5 Pro. Wir schnappen uns jetzt hier nochmal so einen knackigen Uphill, würde ich sagen. Und wir bedienen das alles über das Fahrrad. Das ist natürlich schon eine geile Sache. Ich hätte mir gewünscht, das hier auf so einen Knopf legen zu können. Das geht wahrscheinlich auch irgendwie. Ich habe nur noch nicht geschnallt, wie. Ja, ist ganz nice mit der Kamerasteuerung. Mich stört es jetzt persönlich nicht, hier eben hinzugreifen. Aber für so Technikverliebte ist das, glaube ich, schon eine schöne Sache und halt einfach mal was Neues. Also, wenn man ehrlich, wenn DJI schon so ein Fahrrad baut, boah, jetzt hier volle Power, boah. Ich setze manchmal mit der Pedale unten auf, ne? Das beim Bergauffahren, nicht beim Bergab. Aber sind wir mal ehrlich, wenn DJI jetzt gesagt hätte, yo, wir bauen jetzt hier so einen Motor mit dem Fahrrad und man könnte die Sachen nicht, die wären nicht kompatibel. Da hätte ja auch irgendwer gemeckert, oder? Leute, wenn ich mir jetzt schon hier die Mühe mache, mit der Osmo zu filmen, wünsche ich mir, oh Gott, von euch, dass ihr mir gerne mal in die Kommentare schreibt, wie euch das taugt. Weil es gibt ja super... Aber man sieht, dass das echt lange hier nicht befahren worden ist. Es gibt ja viele Leute, die das alles mehr feiern mit der Osmo. Und vielleicht ist mal Zeit zu wechseln. Kann ja gut sein.
dann können wir das. War das echt sehr notwendig, das Rad. Macht schon Spaß. Ja, ist schon, macht Bock. Schon auch schnell. Oh, ein Eichhörnchen. Oh nein. Die Kurve gucken. Ich bin was im Auge wieder. Ja, ein bisschen schade, dass dieser Widerstand da ist. Aber gut. Kein Rad ist perfekt, ne? Leute, ich bin zurück, frisch geduscht. Ich gebe euch aber mal ganz kurz ein kleines Fazit von der ersten Fahrt. Schnelle 1 Stunden Hometrail-Runde. Ich habe verbraucht, gucken wir mal ganz kurz, was der Akku sagt hier. 57% habe ich noch drin. Das heißt, es ist ungefähr so, die Hälfte ist flöten gegangen. Tja, was ist jetzt dieses Amflow, DJI, Abinox? Ich würde mal sagen, man muss das Ganze in 2 verschiedene Kategorien aufteilen, denn es gibt einmal den Antrieb, den Motor, das DJI Avinox System und einmal das Amflow Mountainbike einfach als ja, für sich einzeln stehendes Fahrrad und Technik und so weiter und so fort. Starten wir mal bei dem Avinox System. Der Motor ist mit Sicherheit einer der besten, die ich jemals gefahren bin, so vom Feeling her. Der ist, finde ich, nicht zu krass, dass er dich so stark unterstützt und dich so tritt, dass du ihn schlecht unter Kontrolle hast. Davor, das habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen erwartet, das ist aber irgendwie einfach nicht eingetreten, was natürlich eigentlich eine ganz gute Sache ist. Dann Punkt Nummer 2, der Motor ist nicht zu laut, also der schreit jetzt nicht die ganze Zeit. Ein Downgrade ist natürlich bei 600 Wattstunden Akku, wenn man dann ab und zu im Turbo fährt, aber ich bin die meiste Zeit im Trail gefahren. In einer Stunde den halben Akku leerblasen, das ist natürlich schon ordentlich Holz. Das heißt, entweder 800 Wattstunden Akku, soweit ich weiß, kann man den auswählen, oder ihr müsst echt mit dem Akkumanagement so ein bisschen gucken, dass ihr da nicht, ja, nicht zu krass viel Gas gebt. Ich werde das Fahrrad auf jeden Fall ein bisschen umstellen. Das bedeutet, ich werde mir mal die App holen und das Fahrrad einfach ein bisschen konfigurieren, dass der im Trail ein bisschen weniger Unterstützung hat, nämlich. Ich bin der Meinung, dieses Full Power, das ist geil zu haben. Letzten Endes ist es aber eigentlich trotzdem eher ein, man sollte es eher so fahren wie so ein Light Assist, denke ich, weil das, sonst frisst der Akku einfach, also der Akku ist einfach ruckzuck weg. Also ich würde es eher auf weniger Power definitiv fahren und dann einfach länger damit zurechtkommen. Allerdings, wenn man jetzt so eine schnelle Hometrail-Runde fährt, ist es natürlich nice to have, dass man so hochknallen kann und wirklich viel, viel Zeit sparen kann. Auch wenn der Akku dann schnell leer ist, aber das ist uns ja egal, denn wir müssen ja eh nicht lange fahren. Bedienbarkeit, wie gewohnt von DJI, einfach top. Das ganze Ding kannst du über Touch steuern, das funktioniert auch super gut, sogar auch mit Handschuhen. Allerdings auch über diese Regler hier, alles fühlt sich sehr, sehr hochwertig und schön an einfach. Also da wird der Preis ja, auf jeden Fall dem Ganzen gerecht. Also das fühlt sich nicht billig an oder so und das darf es ja auch bei so einem Preis meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Ansonsten hat das ganze Ding natürlich noch ganz, ganz viele Features, wie zum Beispiel, dass ihr die Osmo Action 5 Pro verbinden könnt und dann da noch mehr Sachen anzeigen lassen könnt
und wie zum Beispiel die Strecke, die Trittfrequenz. Also einfach, wenn ihr jetzt zusätzlich noch ein Garmin tragen wollt, dann könnt ihr sogar noch den Puls anzeigen lassen in dem Bild. Und das ist natürlich schön, dass DJI da so gut, ja, dass da alles so gut zusammenarbeitet und einfach so schön funktioniert. Und das Koppeln war zack, zack. Ich habe nicht irgendwie ein Handbuch gelesen vorher oder so, sondern ich habe das Ding einfach benutzt. So. Für Technikverliebte wird da bestimmt noch die ein oder andere Überraschung sein bei dem Bike. Da habe ich mich jetzt gar nicht so toll reingefuchst. Und ich bin mir sicher, dass auch noch das ein oder andere Update kommen wird, weil DJI versorgt eigentlich alle Produkte ständig mit guten Updates. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare übrigens, ob ihr GoPro oder DJI-Footage besser fand. Das wäre auch mal interessant für mich zu wissen. Aber kommen wir jetzt zum Amflow als Fahrrad als solches. So, das Amflow als Mountainbike einfach jetzt mal betrachtet. Nehmen wir mal beiseite, dass einfach da DJI einfach einen krassen Motor gebaut hat, sondern nehmen wir das Mountainbike mal als solches. Und ich bin jetzt schon wirklich viele Fahrräder mittlerweile gefahren und muss sagen, es ist cool, dass das ein E-Bike ist, was so leicht ist und so viel Power hat. Wenn ich allerdings mir alles wegdenke, was das so für Vorteile hat und so weiter, dann ist es nichts Weltbewegendes für mich persönlich. Ich würde das einkategorisieren zwischen so eine Mischung zwischen Orbea Rise und Levo SL und daraus irgendwie so eine Mischung. Geräuschkulisse ist das Fahrrad nicht das leiseste. Das Levo ist um Längen leiser, also man hört tatsächlich ein bisschen was bei dem Rad bergab, bergauf auch, aber bergauf interessiert mich gar nicht so. Ich will nur nicht, dass mein Rad klappert wie Sau. So, ne? Das ist natürlich, irgendwann hört man das nicht mehr, dann stört es einen nicht so sehr. Allerdings finde ich es immer schön, wenn man möglichst viel Trail hört und ihr konntet mit Sicherheit hören, besonders auf den Aufnahmen mit der Osmo Action Pro, dass ihr, da hatte ich das Mikro, das DJI-Mic um und da konntet ihr mit Sicherheit die Geräuschkulisse so ein bisschen hören. Ich muss sagen, das Fahrrad funktioniert, das macht super Spaß, es ist super wendig, fällt ein Ticken klein aus für L, würde ich sagen. Ich bin 1,79 groß und finde, es fällt eher ein Ticken kleiner aus als andere Fahrräder in L. Was ich nicht verstehen kann, ist, wieso der Dissector da hinten drauf ist. Bei einem Fahrrad dieser Preisklasse bin ich einfach der Meinung, dass da nicht so ein Reifen drauf kann. Also wieso? Der ist so oft durchgedreht, der hat so wenig Grip gehabt, dann manchmal beim Uphill. Kann ich nicht ganz so verstehen, wieso da bei so einem Fahrrad mit so einer Ausstattung so ein Reifen drauf ist. Vielleicht ist es der Erfahrung irgendwie geschuldet, dass Amflow noch relativ neu ist mit dem Fahrradbau. Allerdings würde der bei mir direkt runterfliegen. Die Bremse, top, habe ich mich eh schon dran gewöhnt, die Magura-Bremsen zu fahren. Klar, Geräusche, pipapo, aber die Performance sagt mir mittlerweile richtig gut zu von Magura-Bremsen. Komme ich einfach gut mit zurecht, taugt mir. Fahrwerk. Ich habe ja ein bisschen was eingestellt auf dem Trail. Ich glaube, ich müsste da auch noch mal so ein bisschen rein. Aber grundlegend ist es so, dass das Fahrrad fährt wie ein ganz normales Allmountain. Das Levo ist auf jeden Fall komfortabler und du hast das Gefühl, du hast mehr Federweg beim Levo SL. Und hier hast du so das Gefühl, dass du eher einen Ticken weniger Federweg fährst. Der ist nie ausgenutzt worden komplett, aber es kommt dir ein bisschen so vor irgendwie. Also ich hätte auch 140 mm Federweg sein können, das Rad. Ich glaube, wenn es dann so auf richtig ruppige Enduro-Strecken geht, da spielt das Rad wahrscheinlich eher nicht so seine Stärken aus, würde ich sagen, sondern auf so Home-Trail-Runden, wie ich es jetzt heute gefahren bin, oder wenn man jetzt Flow-Trail Siegen fährt oder solche Geschichten. Ich glaube, da ist das Rad super, da macht das einfach mega viel Spaß. Denkt immer dran, Leute, meine persönliche Meinung, meine persönliche Wahrnehmung. Aber Spaßfaktor 10 von 10 mit dem Ding. Du bist so schnell bergauf wieder oben am Start. Das Handling ist super einfach. Ich finde, das Rad ist nicht
schwer zu fahren. Ich brauchte so vielleicht eine Eingewöhnungsphase, aber es ist einfach super verspielt. Es lädt einen dazu, so ein bisschen rumzuspielen, ein bisschen verspielter zu fahren, ein bisschen mehr so zu pushen und so. Das macht einfach unglaublich viel Spaß, das Fahrrad. Und in Kombination mit dem Motor ist es auf jeden Fall ein solides Ding. Was ich allerdings ein bisschen schwierig finde, sind die Preise. Es ist halt ein super hochpreisiges Bike. Brauchst du jetzt diese Ausstattung, die es gerade hat? Wahrscheinlich nicht. Würde auch mit weniger Ausstattung gut funktionieren. Aber selbst dann ist es auch noch teuer. Also ich glaube, da müssen andere Hersteller vielleicht eine Kooperation machen, dass da dieser Motor reinkommt und dass das ein bisschen erschwinglicher wird, vielleicht in Masse. Aber ich denke, da tut sich mit Sicherheit was in der Zukunft. Aber was jetzt das Fazit? Revolutioniert das Bike jetzt die Welt oder eben nicht? Also, Freunde, meine ganz persönliche Meinung. Ich finde das Rad gut. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ist es jetzt die absolut krasse Revolution? Was den Motor angeht, vielleicht ja. Ich finde den Verbrauch noch viel zu krass. Also, aber das ist halt auch noch ein Learning, ne? Das DJI macht das zum ersten Mal. Flow baut das erste Mal irgendwie Fahrräder wahrscheinlich. Also nehmen wir da mal so ein bisschen Rücksicht. Und man muss natürlich so ein bisschen abwarten, wie ist jetzt die Langlebigkeit von dem Ganzen. Ich könnte mir vorstellen, dass man so ein bisschen mutig sein muss, um einfach so ein Produkt zu kaufen. Wer weiß, wie das mit Ersatzteilen ist. So Sachen stelle ich mir dann doch die Frage. Ich hätte mir gewünscht von so einem Fahrrad, dass das auch ohne Motorunterstützung ein bisschen besser pedaliert. Doch man spürt schon, finde ich, sehr deutlich den Motorwiderstand. Ich finde, es ist ein super Bike geworden, auf jeden Fall. Aber ich finde jetzt nicht, dass es alle anderen Fahrräder irgendwie in den Schatten stellt und dieser Hype um das Ganze so gerechtfertigt ist. Ist ein geiles Fahrrad, macht mega Laune, geile Ausstattung, alles, was man sich so wünscht. Und wenn man jetzt mal überlegt, so ein Specialized mit der Ausstattung, da zahlt man halt auch wahrscheinlich mehr. So, ne? Und das System ist top, es macht mega Spaß, es ist ein geiles Fahrrad und wenn ihr das kauft, werdet ihr wahrscheinlich glücklich damit. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr so Home-Trails fahrt und ab und zu Flow-Trails, nichts für Bikepark-Geballer und so, kann das Bike wahrscheinlich auch, aber ich würde sagen, da spielt es einfach nicht so in dieser Kategorie. Aber wenn ihr einfach entspannte Hometrail-Runden fahren wollt, Enduro-Strecken ein bisschen, die auch nicht zu heavy sind, nicht zu schnell, nicht zu fette Stufen, fette Sprünge und so, dann ja, würde ich sagen, ist das Rad auf jeden Fall eine Wahl, die ihr nicht bereuen werdet. Steht das Rad allerdings jetzt so außer Konkurrenz? Nee, auf keinen Fall, finde ich. Gibt auch Bikes, die mit Sicherheit den Job bergab besser machen. Was für mich einfach das Highlight ist, ist dieser Motor. Muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden, was so Verbrauchern geht, würde ich mal behaupten. Aber naja, es hat halt nun mal viel, viel Power und DJI kann da jetzt auch nicht irgendwie Berge versetzen und die Gesetze irgendwie außer Kraft setzen, dass viel Power viel Energie braucht. Zumindest noch nicht, aber wer weiß, was da in Zukunft passiert. Ich wünsche mir diesen Motor einfach in anderen Fahrrädern. So, das wäre interessant, wenn das, wie bei Bosch zum Beispiel, das ist in vielen, vielen Bikes drin, viele Hersteller haben das drin. Und ich würde mir wünschen, dass das mit dem Motor auch passiert. Ich glaube aber, dass da sich viele Hersteller wahrscheinlich erstmal angucken, wie die Langlebigkeit ist oder ob da dann ständig Reklamationen kommen. Das muss man abwarten. Das Bike ist jetzt relativ frisch auf dem Markt. Aber ich kann den Hype jetzt auf jeden Fall besser verstehen, sagen wir mal so, weil das macht einfach Spaß mit dem Motor, keine Frage. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn ich meine anderen Fahrräder fahre, so, sagen wir mal so. Ich hoffe, dieses kleine Review und erste Fahreindrücke hat euch gefallen, denn es werden bestimmt noch die ein oder anderen Touren mit dem Fahrrad kommen. Und dann werde ich da mal meine neuen Eindrücke wieder so mit einfließen lassen. Aber dann geht es nicht so speziell um das Fahrrad, sondern einfach ums Fahrradfahren. In diesem Sinne, Leute,
Habt eine gute Zeit auf dem Trail. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ding mal Probe zu fahren, macht das mal. Es macht auf jeden Fall Spaß. Bei Spree, MTB-Zone, Spree könnt ihr das mal Probe sitzen und mit Sicherheit auch mal draußen kurz eine Runde drehen. Und ja, wenn ihr da vorbeischaut, bestellt liebe Grüße von mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.